fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran. Oh je, jetzt muss ich ans andere Flussufer und ein ganzes Stück flussabwärts. Da, wo ich jetzt hin will, fährt keine Straße hin. Das heißt, ich muss entweder schwimmen oder ich nehme dieses schicke Bötchen hier. Und ich nehme lieber das Boot. Das Tier, das ich gleich treffen werde, kommt euch bestimmt bekannt vor, wenn ihr es seht. Es ähnelt nämlich dem Schwein. Und tatsächlich sind die beiden auch verwandt. Ich treffe gleich das Pecari. Alle Infos dazu seht ihr jetzt in meinem ersten Infofilm. Pecaris leben in großen Familien, den Rotten, zusammen und durchstreifen riesige Gebiete. Es gibt sie nur in Amerika. Ihr Lebensraum erstreckt sich vom Südwesten der USA über Mexiko und Mittelamerika bis hinunter nach Nordargentinien. Pecaris nennt man auch Nabelschweine. Sie sind mit den echten Schweinen verwandt, zu denen unser Wildschwein oder das Hausschwein gehört. Zu den echten Schweinen zählt zum Beispiel auch das Pinselohrschwein, das in Afrika lebt. Genau wie das Warzenschwein. Ob ihr ein echtes Schwein oder ein Nabelschwein vor euch habt, könnt ihr ganz leicht an den Eckzähnen, den Hauern, unterscheiden. Bei den echten Schweinen sind die oberen Hauer lang und nach oben gebogen. Bei den Pecaris, den Nabelschweinen, zeigen sie nach unten. Ich bin mittlerweile von meinem Paddelboot auf dieses Motorboot umgestiegen. Meine Reise zu den Pecaris führt mich ins Landesinnere von Ecuador, zur Wildtierauffangstation Amazonico. Mit Kelly, die die Tiere dort betreut, bin ich unterwegs auf dem Arajuño, so heißt dieser Fluss. Wow, ich bin hier gerade angekommen und gleich mitten im Geschehen. Das hier, was aussieht wie ein riesiges Geschenk, ist eine Transportbox. Darin ist Gino, das ist ein Pecari, also das nennt man bei uns Nabelschwein. Gino wurde als Haustier gehalten, das ist allerdings hier nicht erlaubt, denn Pecaris sind wilde Tiere. Wir haben hier einen Sichtschutz drüber gemacht, damit es für ihn ein bisschen stressfreier ist und damit er ein bisschen entspannen kann und nicht alles um ihn herum mitbekommt. Wir bringen ihn jetzt zu Kelly, sie hat eine Auffangstation für wilde Tiere. Mal schauen, wie es Gino geht. Damit ihr ihn auch schon mal sehen könnt, mache ich für euch ein Foto. Scheint ihm gut zu gehen. Den ersten Teil seiner Reise hat Gino gut überstanden. Am Ufer werden wir von Moritz und Nikolai schon erwartet. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen trainiert. Was habt ihr uns denn mitgebracht? Ein Pecari. Na dann mal los. Dann packt mal mit an. Moritz ist für die Pecaris zuständig und kennt sie deshalb sehr gut. Er wird sich auch um Gino kümmern. Wir müssen die Kiste vorsichtig tragen, damit Gino nicht durchgeschüttelt wird. Das ist aber gar nicht so einfach, bei dem Weg und dem Gewicht von 30 Kilo. So leicht ist was anderes. Die anderen Pecaris warten schon. So, was machen wir denn jetzt mit Gino? Ja, wir werden ihn jetzt gleich aus der Box rauslassen und dann bleibt er allerdings erst hier noch in diesem kleinen Gehege, weil wir eben noch schauen müssen, ob er sich mit den ganzen anderen Pecaris, die hier sind, versteht. Und wenn dann alles gut geht, können wir ihn dann irgendwann zu der Herde zurücklassen. Okay, also das heißt, sie beschnuppern sich erstmal so ein bisschen und wenn sie sich gut riechen können, dann können wir sie auch zusammenlassen. Jetzt darf Gino seine Transportbox verlassen. Ich bin gespannt, wie er sich verhält. Komm mal raus. Gino hat keine Angst vor uns, weil er viele Jahre als Haustier gehalten wurde. Warum macht er das jetzt, dass er sich an dir reibt? Also das machen die, dass die ganze Gruppe gleich riecht. Deswegen markieren sie sich immer gegenseitig. Dafür haben Pecaris eine spezielle Drüse. Hier hinten kann man die ganz gut sehen. Oh ja.
Kann ich die mal anfassen? Ja, aber musst aufpassen. Danach stinken deine Hände auf jeden Fall nach Pekaris. Oh, da kommt ja so eine weiße Flüssigkeit raus. Ja, genau. Das ist der Duftstoff. Die Pekaris haben 20 verschiedene Duftstoffe insgesamt. Und damit können die sich auch unterhalten. Ich habe gerade mal an meinen Fingern gerochen. Das riecht ziemlich extrem. Aber vielleicht akzeptiert er mich jetzt auch als ein Pekari, wenn ich auch so stink. Genau. Zwischen Moritz und mir steht jetzt eine Pflanze, deswegen kann ich ihn nicht sehen. Wenn wir zwei aber Pekaris wären, dann könnten wir uns super gut riechen. Und ich könnte Moritz nicht nur riechen, sondern ich könnte an seinem Duft auch erkennen, wie er sich gerade fühlt, wie er so drauf ist. Ich schau mal. Ja, Moritz scheint gut drauf zu sein. Anna auch. Ich glaube, Moritz ist neugierig. Und Anna scheint ganz schön hungrig zu sein. Oh, oh ja. Oh, super. Ich glaube, Moritz hat was zu fressen gefunden. Ich komme, Moritz. Und? Was gibt's? Na hier, Bananen. Bananen finde ich klasse. Mal sehen, ob ich erkenne, was für ein Pekari Gino ist. Er hat ja hier diesen weißen Streifen um den Rücken. Das heißt, er ist ein Halsband-Pekari. Sieht so ein bisschen wie ein Halsband aus, oder? Genau, daher kommt der Name. Das scheint er zu genießen, wenn du ihn da so kraulst. Ja, die markieren sich ja gegenseitig. Und das Kraulen scheint ihn auch ein bisschen so zu beruhigen und ihn an seine Artgenossen ein bisschen zu erinnern. Die sind ja ganz schön fest, diese Haare. Und hier oben viel länger. Die können die aufstellen, oder? Genau, wenn die sich bedroht fühlen, dann können die diese Haare aufstellen und dadurch sehen sie natürlich auch viel, viel größer aus, als sie eigentlich sind. Ah, das ist der Grund dafür? Genau, da können sie gut Eindruck schinden. Hier seht ihr, wie sich ein Pekari größer macht, indem es die Haare aufstellt. Und sie sind ganz schön gefährlich wegen der scharfen Hauer. Schaut mal, das hier ist ein Pekari-Gebiss. Ganz schöne Hauer, oder? Von denen möchte ich lieber nicht erwischt werden. Die Hauer bleiben auch immer so schön scharf, weil die Pekaris ziemlich feste Nüsse damit knacken müssen und dadurch stumpfen die Zähne nicht ab. Und wenn sie dann drohen wollen, dann machen sie so. Gino ist zum Glück ganz friedlich. Er scheint auch keine Angst vor den anderen Pekaris zu haben. Denkst du denn, es ist soweit, dass wir die mal zusammenführen können? Also ich denke, auf jeden Fall ausprobieren können wir es. Okay, dann los. Komm mal mit. Na, komm mal mit. Oh, lieber kraulen. Das können die anderen Schweinchen nämlich nicht so gut wie ich. Komm mal mit uns, komm. Ja, geh. Ich hoffe, die anderen greifen Gino nicht an. Pekaris mögen keine Fremden, auch wenn es Artgenossen sind. Doch die Tiere interessieren sich überhaupt nicht füreinander. So, jetzt gibt's erstmal eine Kleinigkeit. Schaut mal. Pekaris sind Allesfresser. Sie greifen auch bei Maden oder Insekten zu. Aber am liebsten mögen sie Früchte, Samen, Nüsse und Wurzeln. Sag mal, so eine Yucca-Palme hier, das ist ja ganz schön fest, oder? Können die das knacken? Ja, also das können sie auf jeden Fall knacken. In der Natur knacken die sogar Palmennüsse. Boah, vielleicht können wir das später mal ausprobieren. Ja. Die Pekaris sind ganz schön verfressen. Ihre Nasen sind sehr beweglich. So kommen sie an alles Leckere ran. Sag mal, stört die das eigentlich nicht, wenn wir das Fressen jetzt hier voll in Matsch reinschmeißen? Ja, du hast ja gesehen, wie die ihre Nase so toll bewegen können. Also die können sich das dann auch raussuchen. Und in der Natur fressen die auch manchmal Lehm, um sich zu entgiften. Falls sie was Giftiges gegessen haben, ist das sozusagen eine Rettung für die, wenn sie ein bisschen Lehm essen. Aber es kann auch mal passieren, dass sie irgendwas Giftiges, irgendeine giftige Pflanze zu sich nehmen. Und dann kann der Lehm das wieder, ja, neutralisieren, sagt man. Ja. Im Lehm sind wichtige Mineralstoffe. Die brauchen Pekaris, um gesund zu bleiben. Moritz will mir was zeigen. Dafür müssen wir tief in den Regenwald hinein. Ich
ein Spinnennetz reingelaufen. Ja, Moritz, jetzt hast du mich wirklich mitten durch den Dschungel gejagt. Wir haben hier das Zeug mitgeschleppt. Wofür denn? Also die Pekaris bauen ja auch den Urwald um und deswegen graben wir jetzt ein Loch. Die bauen den Urwald um? Die graben solche Löcher wie du jetzt hier. Also bist du jetzt auch ein bisschen ein Pekari? Ja, wir tun mal so, als ob wir jetzt zwei Pekaris wären, okay? Genau. Und vielleicht ist jetzt denken, ich mache hier ganz viele Pflanzen kaputt. Ja. Aber das machst du auch. Allerdings schafft das natürlich auch viel mehr Platz für neue Pflanzen, die dann neu wachsen können. Und so bauen eben Pekaris den Urwald um. Alles klar. Also wir bauen jetzt erstmal ein Loch. Oder ich besser gesagt. Pekaris machen das mit ihrer Schnauze. Sie wühlen den Boden auf, weil sie was zu fressen suchen. Zum Beispiel Wurzeln. So, ich würde sagen, das reicht jetzt aber. Und jetzt? Und jetzt musst du dir natürlich noch vorstellen, dass es hier auch regnet. Wir sind ja im Regenwald. Ja. Das sieht dann ungefähr so aus. Die Lehmkuhlen füllen sich mit Wasser und kurze Zeit später ziehen dann auch noch andere Tiere, zum Beispiel Frösche, ein. Warum hängen denn die Pekaris eigentlich in so großen Gruppen rum? Ja, du musst dir vorstellen, die werden auch von sehr, sehr vielen Tieren gejagt. Raubtiere wie Jaguar, Ozelot, Puma und Schwarzbär machen Jagd auf sie. Und wenn die dann zusammen in einer riesigen Gruppe sind, dann ist der Einzelne viel mehr geschützt. Ah, alles klar. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Gruppe geschnappt wird, wenn ein Feind kommt, ist natürlich geringer, als wenn ich jetzt alleine umherstreife. Verstehe. Denn viele Annas sehen auch mehr als eine. Was ist denn da unten los? Da scheint wohl jemand nach Gold zu suchen. Nach Gold? Ja. Das ist ja cool, das schaue ich mir mal an. Hola, ¿qué estás haciendo? Ich frage den Mann, was er hier macht. Er sucht tatsächlich nach Gold. Ah, okay, also er wäscht hier den Sand aus und wir hoffen, dass wir Gold finden. Dazu müssen wir erstmal die gröberen und größeren Steine rausschmeißen. Ah, okay, jetzt passiert das eigentliche Waschen. Die leichten Teilchen fallen jetzt raus und das schwerere Gold bleibt hoffentlich drin. Wenn er jetzt so schwenkt, dann sieht man schon was glitzern. Das sieht ja toll aus, wie das glitzert. Also ich drücke ihm den Daumen, dass er ordentlich was findet und bald stinkereich ist. Muchas gracias. Genau. Adios. Das ist ja aufregend. Die suchen da unten echt Gold. Ja, nur leider ist diese ganze Goldsucherei für uns nicht so gut. Weil die Goldsucher, die hierher kommen, die gehen, haben natürlich auch Hunger. Und dann gehen die in den Wald und dann jagen die zum Beispiel auch Pekaris. Oh. Und was die auch sehr, sehr viel machen, ist Bäume fällen. Und das ist natürlich überhaupt nicht gut für uns. Deswegen tun wir vom Amazonico alles dagegen, dass hier Goldsucher herkommen und die ganze Umwelt zerstören. Oh weh, also die zerstören zum einen den Lebensraum der Pekaris und dann jagen sie sie, um sie zu essen. In Ecuador gelten Pekaris als Delikatesse. Das bedeutet, die Menschen finden, dass die Schweine sehr gut schmecken. Deshalb werden sie nicht nur von den Goldgräbern gejagt, sondern auch von den Einheimischen, die im Regenwald leben. Obwohl das mittlerweile verboten ist. Für euch gibt's jetzt die nächsten spannenden Infos zu den Pekaris. Obwohl fast alle Gebiete der Erde genau untersucht wurden, entdecken Forscher immer wieder neue Tiere. Meist allerdings kleine wie Insekten oder Frösche. Aber ein großes Tier zu entdecken, ist ein richtiges Abenteuer. Sowas wie ein Sechser im Lotto. Von Einheimischen hatte der Forscher Mark van Roosmalen von einer unbekannten, viel größeren Pekari-Art gehört und machte sich auf den Weg tief in den Urwald Brasiliens. Ein Fußabdruck brachte ihn auf die Spur. Er musste tagelang warten und wollte schon aufgeben. Dann endlich kam es gemütlich zu seinem Futterplatz, das Riesen-Pekari. Es ist sozusagen eine größere Ausgabe eines Halsband-Pekaris, nur dass der weiße Streifen bei dem Riesen-Pekari nicht so gut zu erkennen ist.
Außerdem leben sie nicht in großen Rotten, sondern in einer kleinen Familie zusammen. Kochbananen. Wie der Name schon sagt, die müssen wir jetzt kochen. Roh sind sie hart und schmecken mehlig, also nicht besonders gut. Aber gekocht sind die richtig lecker. So mögen sie auch unsere Pekaris. Früchte sind für Pekaris was ganz Besonderes. Weil sie relativ klein sind, kommen sie an die frischen Früchte an den Bäumen gar nicht ran. Wenn die Früchte dann runterfallen, dann ist das schon ein ganz besonderer Leckerbissen. Pekaris sind ja Allesfresser und im Gegensatz zu unseren Schweinen können sie sogar Gras fressen. Mit den Bananen wollen Moritz und ich jetzt etwas ausprobieren. Wir machen jetzt einen Test. Wir wollen herausbekommen, ob sich unsere Pekaris dazu eignen, um sie wieder auszuwildern. Dazu ist es besonders wichtig, dass sie selber Fressen finden können. Deshalb vergraben wir jetzt diese Leckereien hier und wollen mal sehen, ob sie die wieder ausgraben können. Die Löcher graben Addison und Kelly. Hey, zugucken gilt nicht. Ich darf nicht ins Gehege, weil Pekaris zu unberechenbar sind und sie mich angreifen könnten. Nabelschweine haben eine feine Nase und die führt sie zielsicher zum Futter. Okay, also ihr Futter können sie schon mal selber beschaffen. Was müssen sie denn noch können, damit wir sie auswildern können? Also sie müssen Angst vor Feinden haben. Wie können wir das denn ausprobieren? Also wir haben ja auch Ozelotte hier im Park. Wir könnten Blätter dort reinlegen und diese markieren dann die Ozelotte. Und dann können wir diese Blätter bei den Pekaris reinlegen und schauen, ob die Pekaris irgendwie darauf reagieren. Die markieren die, das heißt, die kacken da drauf, oder? Nein, die sprühen das mit Urin und das ist ein sehr, sehr starker Geruch. Ah, okay. Und wenn wir die Blätter dann da reinlegen, dann riechen das unsere Pekaris und denken sich, oh Gott, hier war irgendwie ein Ozelot in der Nähe, schnell weg. Dann würde ich sagen, probieren wir das doch aus. Ja. Auch die Ozelotte wurden verbotenerweise als Haustiere gehalten. Als sie zu groß und gefährlich wurden, kamen sie hierher. Das sind die Ozelotte? Genau. Boah, die sind ja richtig schön. Ich habe hier diese Blätter vor ein paar Tagen schon reingelegt. Ja. Und ich hoffe jetzt einfach, dass sie die in dieser Zeit markiert haben. Und dann werden wir sehen, und die werden wir jetzt rausholen, dann werden wir sehen, ob die Pekaris darauf reagieren. Gut. Wir brauchen das mal. Tut mir leid. Diese Blätter wollen wir den Pekaris bringen. Ich bin gespannt, ob sie Reis ausnehmen, wenn sie den Geruch der Ozelotte wahrnehmen. Doch es passiert gar nichts. Naja, aber um in der Wildnis zu überleben, würde das wahrscheinlich nicht ausreichen, oder? Sie haben mal kurz geschnüffelt, sind wieder weg, aber richtig Angst haben sie nicht bekommen. Ja, das kann jetzt einerseits daran liegen, dass es gestern sehr, sehr viel geregnet hat und der ganze Duft ist weg. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie es einfach noch nicht kapieren. Also das müssen wir wahrscheinlich noch üben. Normalerweise lernen junge Pekaris von den erfahrenen Tieren in ihrer Rotte, welche Gerüche Gefahr bedeuten. Das konnten unsere Pekaris hier nicht, weil sie in Gefangenschaft aufgewachsen sind. Gino hat sich inzwischen in das Loch gelegt, das er gegraben hat, als er an die Bananen ran wollte. Das ist ziemlich clever von ihm, weil jetzt können sich die anderen die Leckereien nicht mehr rausholen und er hat alle für sich allein. Eigentlich liegen Pekaris gerne in Schlammlöchern, weil es da schön kühl ist. Oh, ist das heiß hier. Ich schwitze auch ganz schön. Das können unsere Pekaris übrigens auch, im Gegensatz zu den Schweinen, die bei uns leben, die immer aus der Sonne gehen müssen, weil sie nicht schwitzen können. Und Pekaris haben noch einen besonderen Trick. Sie können wie Hunde hecheln. Dabei wird die warme Luft abgeführt und die kalte Luft kommt rein. Trotz Hitze geht es weiter. Es gibt in Amazonico noch eine weitere Pekari-Art, das Weißbart-Pekari. Die haben, wie ihr seht, nicht mehr so einen weißen Kranz um den Nacken, im Gegensatz zu den Halsband-Pekaris. Stattdessen haben sie einen weißen Fleck unter Maul und am Kinn. Deshalb heißen sie Weißbart-Pekaris. Man kann natürlich auch sehen, dass die viel, viel größer sind als die anderen und sie sind auch erheblich aggressiver. Also mit denen hier muss man sehr, sehr aufpassen. Alles klar, also da können wir jetzt auch nicht reingehen. Auf gar keinen Fall. Sollen wir denen mal was zu essen zubereiten?
Die bekommen jetzt seit ein paar Tagen gar nichts mehr zu essen, weil wir die jetzt auf das Leben in der Wildnis vorbereiten. Die haben ein sehr, sehr großes Gehege und da können die sich ihr Futter auch schon selber suchen. Aber die kommen ganz allein zurecht? Ganz allein. Also sie suchen sich Wurzeln, die suchen sich Blätter, die Früchte, die sie hier finden. Das haben sie dann einfach nach einer Zeit selber gemerkt. Sie haben Hunger gehabt, es gab nichts. Okay, dann muss ich selber ran. Genau, damit sie auch schon mal wissen, wie das in der Natur auch vor sich geht. Und jetzt noch mal die wesentlichen Unterschiede zwischen den Halsband-Pekaris und den Weißbart-Pekaris. Gino ist ein Halsband-Pekari. Er hat einen weißen Kranz, der wie ein Halsband aussieht. Die Weißbart-Pekaris haben den weißen Bart. Halsband-Pekaris sind kleiner und friedlicher. Weißbart-Pekaris größer und deutlich angriffslustiger. Und jetzt mein Blog. Da könnt ihr noch mal alles sehen, was ich heute so erlebt habe. Diesen Blog gibt's auch im Internet. Ich bin auf dem Weg in die Auffangstation Amazonico. In der Transportbox sitzt gut geschützt Gino, ein Pekari. Gino wurde als Haustier gehalten, doch das ist hier in Ecuador verboten. Moritz zeigt mir Ginos Drüse. Aus ihr kommt eine weiße Flüssigkeit, die sehr stark riecht. Mit der markieren sich Pekaris gegenseitig. Das machen sie aber nur bei Mitgliedern der eigenen Rotte. Pekaris sind Allesfresser. Am liebsten mögen sie Früchte. Dass ihr Futter in Matsch landet, stört sie nicht. Die Tiere fressen auch Lehm, weil er das Gift, das manche Pflanzen enthalten, unschädlich macht. Hier kämpfen sich Moritz und ich durch den Regenwald. Boah, voll ins Spinnennetz reingelaufen. Ich mache jetzt dasselbe wie ein Pekari. Ich grabe ein Loch. Pekaris werden deshalb auch Landschaftsgärtner genannt. Bei Regen füllen sich die Kuhlen mit Wasser. So entsteht ein neues Zuhause für Frösche. Dann haben wir für die Pekaris Bananen vergraben. Wie unsere Schweine sind sie sehr schlau und ihre feinen Nasen haben sie sofort zu den verbuddelten Leckereien geführt. Ich habe jetzt ein besonderes Leckerchen für Gino. Ich bin mal gespannt, ob er diese Kokosnuss aufkriegt. Hallo! Komm mal rein. Schau mal, Gino. Schau mal da. Schau mal. Er riecht dran. Riecht interessant, oder? Zu hart ist die Kokosnuss für Gino nicht, aber eindeutig zu groß. So weit kann Gino sein Maul gar nicht aufreißen, damit er sie knacken kann. Das merkt er jetzt auch und geht lieber zu den Bananen. Und ich stärke mich mit ein paar Nüssen. Lecker. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt tierisch interessiert. Tschüss. Mit ein paar Nüsse. Sie fürchtet sich nicht. Sie geht ganz nah ran. Sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks. Gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts. Doch irgendwann klappt es.